Was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon. Nein, jawohl. Ich habe jetzt ein bisschen probiert an dem Puzzle und tatsächlich muss alle Steine auf diese Plattform schieben. Was nicht ganz einfach ist. Aber wir kriegen es hin. Und ich würde sagen, den Trainer facen wir jetzt mal hier. Bro. Gibt es? Ganz, da müssen wir wechseln. Oh, ich habe Bolognese dabei, ist gar nicht gut. Ich meine TM, mein TM-Sklave. Aber aufgeschissen. So, jetzt gehen wir kurz back und okay, wieder back. So, jetzt müssen wir uns hier an dieses Ding-Puzzle ransetzen. Ich würde sagen, wir machen mal so. So. Das wird jetzt ein bisschen kritisch irgendwie. Ich habe es ein bisschen gefailt. Ja, ich habe es gefailt. Ah, okay, hier kann man resetten. Man muss auf jeden Fall den hier wegschieben. Kann man dann nachher wieder reinschieben, ne? Den kann ich nicht wegschieben, den muss ich direkt reinschieben. Jetzt bleibt mir doch nichts mehr übrig. Außer den. Ich kann jetzt den so nach unten schieben. Den hier eins nach oben. Dann so. Dann so. Den hier so. Voll. So, jetzt müssen wir hier durch. Wir ja schon auf 52, den wechsle ich mal direkt. So, fighten wir gegen den Bruder hier. Giga Drain. Da sieht man, warum bin ich echt nicht Fake Out? Echt dumm. So, hier haben wir nämlich auch Ice Beam auf ihm. Das ist eigentlich auch ganz nice. Brauchen wir auch später für Garchomp. Voll. Oh, ein Crit hat uns gekillt einfach. Nice. So, jetzt am Leader angekommen. Habe ich mein Team so konfiguriert, dass ich mit ihm einfach mal starten werde. Aber mal schauen, wie es läuft. Und dann kann ich zur Not immer noch wechseln. Sagen, let's go. Enough talk, so nämlich. Komm mal ran, Bruder. So, jawohl. Dann hätte ich vielleicht auch irgendwie noch Raindance beibringen können. Fällt mir gerade so. Wir probieren uns mal mit einem Surf. Mal schauen, wie viel Damage. Vernünftig. So, was kommt jetzt? Oh, direkt das Gastrodon. Probier mal einen Ice Beam. Ich weiß nicht, wie viel Damage es macht, aber mal schauen. Nehmen wir nicht so viel. Naja, Earthquake. Crit natürlich, ja gut, klar. So, jetzt werfe ich mal Pizza rein. Ich denke mal, es wird wieder ein Earthquake kommen. Voll. Dann Affect Me. So, und jetzt sollte kein Earthquake mehr kommen. Jetzt können wir mal auf entspannt Richtung Pizza wechseln.
Toll, Muddy Water macht uns auch gar nichts eigentlich. So, jetzt können wir hier Giga Drain. Nice. Korrekt. So, was kommt jetzt, ist die Frage. Exadrill. Sandstorm Rages. Mhm. Exadrill natürlich hier Bodenstahl. Pflanze hier kein Minus auf Stahl, also nehme ich einfach Giga Drain. Und aus dem Grund, dann kann ich nämlich hier wieder Attack Mist, war klar. Könnte auch down sein jetzt, mit einem Crit auf jeden Fall. Oh, er crittet nicht, das ist sehr wichtig. Potion. Muss wechseln. Wird wieder ein Earthquake kommen. Iron Head kommt jetzt. Warum kein Earthquake? Ich verstehe sowas nicht, wirklich. Ja, ich gehe trotzdem wieder auf. Ich gehe jetzt auf Spaghetti. Aber der eine Sword Dance hat mich natürlich jetzt gekillt, ne? Dass ich da einmal nicht hitte. Oh, durch weh hier. Auf den Giga Drain gehen. Attack first. Attack first! Ich hab keine Init auf diesem Pokémon. So, jetzt muss ich auf Energieball gehen. Voll. Jump. Ich muss auf den Sleep Powder gehen. Sleep Powder muss hitten. Und ich muss das natürlich überstehen. Flinched. Flinched auch noch. Ich bin down hier. Ich muss ihn zacken. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Woll, immerhin. Und noch hier. Real. So, die Frage ist, kann ich ihn irgendwie saven? Ich habe so Lowlife-Pokémon. Ich muss kurz schauen. Oh, er hat eine starke Init. Oh mein Gott, Bro. Ich muss jetzt mit einem Ice Beam. Sucker Punch. Oh mein Gott, Bro. Ich muss es jetzt überstehen. Jawohl. Jetzt können wir uns wieder hoch hier ein bisschen. Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott, Bro. Ich dachte echt, wir sind hier down. Ey, dieses eine Sword Dance, wir missen natürlich wieder. Er crit, die critten auch die ganze Zeit hier, die Gegner. Ey, Mann, es fuckt wirklich ab, Mann. Ach. Ich Earthquake, korrekt.
Ey, Folge trotzdem, jetzt den Leaderkampf trotzdem nochmal überstanden. Musste aber echt säcken hier. Musst echt dick säcken. Brownie kann ich mitnehmen. Brownie mit Boden, Unlicht, auch stark. Ich halt zwei Unlicht-Pokémon. Ich weiß nicht, ob das sich so lohnt. Andererseits bleibt mir auch gar nicht so viel übrig, ne? Okay. Bleibt mir nicht so viel übrig. Ich könnte auch noch ihn hier mitnehmen. Rhyhorn. Nee, machen so. Okay. In dem Fall habt ihr das Team für die nächste Folge gesehen. Ich würde sagen, wir beenden hier. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt insgesamt geschnitten habe und so, aber es war eine intense Folge und jetzt können wir nach vorne schauen und nochmal Richtung Pokémon-Liga alles rausholen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Ciao.